Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Fable 3. Und wir spielen direkt weiter mit unserem super schönen 11 FPS. Aber ihr kennt mich ja, ich bin der Low FPS Gamer. Aber so low ist es jetzt auch nicht mehr. Es ist noch geöffnet. Wir Wollt nehmen ihr hier etwas kaufen? Wirklich? das Vagabundenkostüm und das natürlich alle Kleider. Vor euch hat schon ewig niemand etwas gekauft. Vielen Dank. Hallo, Sir. Jasper hier. Hallo? Benutzt man das? Ich spreche durch das Gildensiegel. Was für ein außergewöhnliches Ding. Ah, hallo. Im Unterschlupf ist auch eine Ankleide. Kommt her, dann zeige ich sie euch. Ich war so frei, eure Kleidung den Ankleidepuppen überzuziehen. An diesen Puppen könnt ihr alle Gewänder, die ihr auf Yay! euren Reisen bekommt, gut aufbewahren. So, zieht doch einmal eure Vagabundenkluft über. Na also, ihr seht wie ein Vagabund aus. Ich hoffe, diese neue Kluft ist ebenso bequem wie euer königliches Gewand. Aber das ist wohl leider eher unwahrscheinlich. Ey, Alter, hast du mich Aslak genannt? Man kann auch jetzt also einfach das Kopftuch entfernen, die Haare entfernen, die Haare wieder dranfacken, den Oberkörper entfernen, die Hände entfernen, den Unterkörper entfernen und die Füße entfernen und mal kurz einfach mal nackt rumlaufen, das ist total Sir belämmert und Walter beschämt. erwartet euch schon, glaube ich. Ja, wie ich laufe jetzt so rum, nein. So, wir ziehen wieder alle Gegenstände an, das sollte ich euch nur mal schnell zeigen. Was ich auch toll finde, hier sieht man dann nicht mehr, dass man den Handschuh anhat. Was ich finde total scheiße ist. Meiner Meinung nach. Ach, nochmal Escape. Es ist Zeit, diesen Sabine zu treffen, von dem man so viel. Versucht ihr, die Welt zu einem hässlicheren Ort zu machen? Yep. Und eigentlich sollten wir das Geld verteilen, aber wisst ihr was? Ne, das ist Geld. Hallo, Geld regiert die Welt. Laufen wir durch die Massen und laufen mit viel Geld, denn ich bin ein reicher Typ. Ja, meine Stimme kann abkacken, aber das ist mir scheißegal. Ich bin böse, ich gehe hier einfach durch und treibe das Geld. Denn ich bin ein toller Typ, denn ich schaffe Geld, aber ich habe keinen Bock, jetzt Geld herzugeben. Ah, wir brauchen jetzt das Vermieterpaket. Gut. Also. Ja. Wieder mal ein Spiel mit Geld, wo man sehr leicht an Geld drankommen kann, eigentlich so gesehen. Ich kann verhungern. Das ist besser. Das leicht Gammlige steht euch. Ich habe mit Sabine geredet, alles erklärt und. Hallo? Na, ich sagte ja, dass er schwer zu überzeugen ist. Also dann nein gesagt. Nein! Kommt. Ja! Und jetzt kommt Zwischensequenz. Das ist Sabine. Aus Das dem da. Weg, Bruder. Ich kann nicht sehen. Oder auch nicht. Welch Glanz in unserem Heim! Ein echter Das Prinz! ist Ein Sabine. sehr weiter Weg vom Schloss. Prinz! Wie gefällt euch unser Zuhause? Gefällt euch, was euer Bruder uns angetan hat? Diese Berge haben immer uns gehört. Jetzt hat Logan sie erobert und tötet alles Leben in ihnen. Wow.
Wow. Wir sind kampfbereit, aber warum sollten wir Logans Sippe folgen? Vertraut mir, ich halte mein Wort. Wir geben hier nicht besonders viel auf Worte. Wir sind einfache Leute. Oh, schade. Ich hätte diesen 5-Euro-Schein. Stimmt das okay. nicht? Was wollt ihr dann? Beweise. Erstens, beweist, dass ihr, wie Walter sagt, ein Held seid. Das ist leicht getan. Unter Bright Wall gibt es eine Geheimkammer, die von eurem Vater gebaut wurde. Nur Helden überleben die Prüfung und finden die Reliquien darin. Ein Schwert, eine Waffe. Bringt mir eines der alten Objekte und ich werde euch glauben. Zweitens, beweist, dass ihr wert seid, uns in die Schlacht zu führen. Hierfür müsst ihr die Söldner erschlagen, die das Mistpeak-Tal plagen und uns das Leben schon lange schwer machen. Oh, da sehe ich was. Drittens, beweist, dass ihr ein Anführer seid. Überzeugt unsere Nachbarn in Bright Wall, ihr Essen mit uns zu teilen. Jo. Boulder. Oh. Ohne Essen sterben wir. Und Tote sind schlechte Verbündete. Ja, meine Fresse. War's das? Ja, das war's dann. Dann mal los. Viel Glück. War nett mit euch. Boah, der hat gar kein Vertrauen in mich. In mich. Das ist mein alter geiler Sack. Na los. Na los, ja. Schön, dass das alte Sabine nicht verändert hat. Und ich weiß, welchen Ort er gemeint hat. Euer Vater hat die Kammer unter der Bright Wall Akademie gebaut. Albions größte Bildungsstätte. Zumindest, bis Logan sie geschlossen hat. Zeigt dem Bibliothekar euer Gildensiegel, er wird schon mehr kennen. Ich werde versuchen, mehr über diese Söldner herauszufinden. Wir treffen uns dann in Bright Wall wieder. Jo. Das kann so nicht weitergehen. Ob Sabine einen Plan hat, wie er uns aus dieser Misere retten will? Wer nicht, aber ich. Ich lasse euch einfach verhungern. So viel Spaß. Na, ich mach nichts. Ich leite nur Sachen in die Wege. Ja. Dann fangen wir mal an zu questen, würde ich sagen. Es ist schön, mal etwas Nützliches zu tun. Ja. Wenn du sagst, und ich würde sagen, wir machen einmal kurz einen Umzug. Diese Kammer unter Brightwall klingt faszinierend. Ich habe natürlich schon Gerüchte gehört, aber nur echte Helden. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Ah, dann haben wir alle Kleider. Somit können wir uns unser erstes eigenes Kostüm zusammenstellen, was ich auch direkt jetzt machen werde. So, von diesem hier werden wir einfach mal den die Hose nehmen. Die Füße sehen auch noch geil aus. Die Hände dem gar kein. Hände würde ich gern blank lassen.
Und wie sieht er bisher aus? Geil. Anziehen, schauen wir mal, vielleicht. Plus und Ü, wir gehen. Ja, mal. Nein. Wie sieht der Oberkörper dazu aus? Nein. Yeah. Fuck. Okay, nochmal. Dieser Raum ist gut ausgestattet, soweit man das von Garderoben in magischen Heldenunterschlupfen sagen kann. So, und das werden wir speichern, das wird so wie unser... Ihr könnt eure aktuelle Kleidung auf den Ankleidepuppen lagern und später einfach auswählen. So, okay, mal speichern. Das ist gut. Somit hätten ihr wir schon mal... Ihr könntet beim Unterschlupfladen vorbeischauen. Ich glaube, sie haben ein paar neue Sachen da. Okay, wenn er schon... Oh mein Gott. Die zwei Sachen haben schon offen. Ich brauche unbedingt die Waffenkammer. Hier sind Einstellungen und Speicherort. Und da ist unser Hundi. Ah, euer treuer Gefährte. Hier könnt ihr sehen, welche Fortschritte er macht. Seine wir benennen ihn um. Neu und zwar in... Sowas in der Art. Enzo. Yay, unser Hund heißt Enzo. Oh, das geht ins Ohr. Er wird den Namen einfach lieben. Müssen. Oh, das ist mal ein geiler Hund. Welcher Hund will nicht Enzo heißen? So, noch 6 Minuten, dann beende ich mal die Aufnahme und werde mich mal schlafen legen und werde den ganzen Shit mal rendern lassen. Ja, aber ich finde, das liegt weniger als in... Ist auch so toll. Es zeigt alles mit 15 FPS, also Frames per Second oder Bilder pro Sekunde. Und du trotzdem legen wie sonst. Hero required a play of help. Oh, sie haben das Poster überklebt. 6. Eloy Begegnungen 0. Immobilienwert 0. Meine Fresse, bin ich schlecht. Und Summe Asche 153. Den Namen werde ich beim nächsten Mal so gut wie es nur geht umändern, denn den Namen mag ich nicht. Ich werde wahrscheinlich unbedingt Cruelty 1. Scheiß Widescreen-Teile. Ja. Ja. Ja, das kommt von meinem externen Tastatur, die ich jetzt einfach mal ausgeschaltet habe. Da lang. Weil viel läuft, leicht läuft es ja dann flüssiger. Wir treffen jetzt außerdem gleich auf unsere ersten Gegner.
Wir haben aber keine Schaufel, oder? Ah, schade. Wir brauchen eine Schaufel. Würde ich sagen. Boah. Boah, es hat mich erschrocken. Fuck! Mein Gott, Wölfe! Die Bitches. Ja, das passiert, wenn ich Actionspiele spiele. Ich tauche in das Geschehen ein und töte aus der Ferne. Ja, das wird noch besser irgendwann kontrollierter. So, wir gehen auf direkten Weg nach Bowerstone. Oder. Ne, Bowerstone ist ja der Hauptteil, wo wir hin müssen. Wo unser Bruder auf uns wartet, den wir dann killen müssen. Und so weiter. Instant-Britzel, wir müssen da Dings kürzen, wie heißt immer. Namen vergessen. Einfach mal hingehen und schauen, wie es heißt. Oh, ein Schatz, ein Schatz, ein Schatz. Ja, bravo, Hundi. Nur wer hat hier seine Schatztruhe fallen lassen? Gold ist immer nett. Ein Grabungsort direkt in der Nähe. Boah, der Hund ist so scheiß schlecht. Wo habe ich die Schaufel her? Hund, geh mal bitte da weg. Yay, ein Gargarten, den können wir verkaufen. Oh mein Gott. Brightwall, so hieß der Scheiß. Wir haben das Ende der Aufnahmezeit erreicht. Und ich würde sagen, Leute, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Fable 3 mit unserem super tollen Helden und unserem super tollen Hund Enzo. Yo! Mit Walter und unserer angeblich toten Freundin. Ich habe eine Münze geworfen und. Willkommen im Ich zeige jetzt noch, wie man speichert. Hier wird man Speichern und Optionen umändern. Spielverwaltung. Hier könnt ihr die eher esoterischen Aspekte eurer Abenteuererfahrung genauer einstellen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich esoterisch hier richtig verwende, aber egal. Okay.
So, haben wir wieder gespeichert. So. Und damit, Leute, tschüss.